Lassen Sie uns vorher noch eine Person zu Wort kommen, und zwar den Herrn Martin Siechert aus dem Kreisverband Nürnberg, der sich durch unzählige Aktionen für die AfD eingesetzt hat. Danke. Liebe Mitstreiter aus Franken und aus Thüringen, gemeinsam bewegen wir nicht nur Schweinfurt, nicht nur Franken, nicht nur Bayern, sondern wir bewegen Stück für Stück ganz Deutschland. Dankeschön. Man hat uns in den vergangenen Wochen wiederholt vorgeworfen, wir wären verfassungsfeindlich, weil wir sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wir aber sagen ja zum Grundgesetz und nein zur Scharia. Wir sagen ja zum Tierschutz und daher nein zum Schächten. Wir sagen ja zum Schutz des Lebens und daher nein zu Ehrenmorden. Wir sagen ja zur Selbstbestimmung der Frau und daher nein zur Zwangsheirat. Wir sagen ja zur Sicherheit und daher nein zur Vollverschleierung. Wir sagen ja zu Gleichberechtigung und daher nein zur Unterdrückung der Frau. Wir sagen ja zur Religionsfreiheit und daher nein zur abschätzigen Betrachtung als Ungläubige. Kurz gesagt, wir sagen ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung und daher nein zum politischen Islam. Liebe Mitstreiter, wir sind die Verteidiger und Hüter unserer Verfassung und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wer hingegen Strafmilderung bei Ehrenmorden will, wie unser Bundesjustizminister Maas oder der Justizminister von Rheinland-Pfalz, der da überlegt, parallele Schiedsgerichte der Scharia einzuführen, der gefährdet unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Leute wie diese haben dafür gesorgt, dass SPD heutzutage für Scharia-Partei Deutschlands steht und aus der BRD eine Bananenrepublik geworden ist. Sie wirtschaften unser Land im Eiltempo runter und schleifen all unsere Grundwerte. Aber es gibt Hoffnung, denn es wachen von Woche zu Woche, von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde mehr Menschen in diesem Land auf. Es gibt seit 3 Jahren eine wählbare Alternative aus mutigen Bürgern, die konsequent Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit einfordern. Demgegenüber stehen Politiker der Altparteien, für die Macht und Geld im Vordergrund stehen. Es ist die Entscheidung aller Bürger, ob man diese Menschen stärkt, die ihren eigenen Vorteil im Sinn haben, oder ob man mit uns, der AfD, jene stärkt, die für die Grundwerte unseres Landes einstehen. Die Altparteien, Medien, Gewerkschaften und Linksextremen haben verschiedene Strategien probiert, um uns klein zu bekommen. Man hat uns angegriffen, man hat uns diffamiert, man hat uns zeitweise ignoriert und hat festgestellt, das alles bringt nicht viel. So wuchs bei unseren Gegnern die Verzweiflung und der Frust. Inzwischen lassen sie immer mehr die Maske fallen und versuchen es mit undemokratischen Mitteln. Und so wie hier in Schweinfurt Feinde der Demokratie und Freiheit versuchen, Infostände und Demonstrationen der AfD zu stören, so gibt es das auch bei uns in Nürnberg. Drahtzieher im Hintergrund ist auch bei uns eine Gruppierung, die sich Allianz gegen Rechtsextremismus nennt, die aber gegen alles vorgeht, was nicht der Meinung unserer Regierung entspricht. Im Vorstand sitzt der DGB-Vorsitzende der Region, ein Regionalbischof, die FDP-Bürgermeisterin und sie rufen immer wieder zu undemokratischem Verhalten auf. Im Oktober letzten Jahres
riefen sie dazu auf, man möge der AfD nicht zuhören. Und nicht mal 2 Stunden später gab es 4 verletzte Polizisten, als Gegendemonstranten unserem Freund Björn Höcke ans Leder wollten. Mitte Februar diesen Jahres hat diese Allianz dazu aufgerufen, dass Gastwirte und Hoteliers der AfD keine Räumlichkeiten mehr zur Verfügung stellen sollten. Und was haben wir seither erlebt? Eine Gaststätte mit einem Schaden von über 10.000 Euro, der man diverse Scheiben eingeworfen und in deren Innenraum und an deren Fassade man Bitumen verspritzt hat. Einige Wochen drauf traf es 2 weitere Gaststätten, denen nochmals jeweils mehrere Scheiben eingeworfen und mit Farbbeuteln die Fassade verschmiert wurde. In der gleichen Nacht wurde die Meistersingerhalle in Nürnberg angegriffen, 3 Scheiben eingeworfen und auch hier die Fassade an einem halben Dutzend Stellen mit Farbbeuteln verschmiert. Zu all diesen Übergriffen gab es klare Bekennerschreiben der Linksextremen, die besagten, dass man diese Orte genau deswegen verwüstet hat, weil wir dort friedliche Veranstaltungen durchführen wollten. Wir haben mehrfach an Infoständen erlebt, dass wir eingekreist wurden und man uns den Zugang zu den Menschen verwehren wollte. Aber wir sind nicht schwach. Wir lassen uns nicht einschüchtern und jeder undemokratische Angriff auf uns zeigt uns und immer mehr Menschen in diesem Land, dass wir für die Demokratie in unserem Land kämpfen müssen und wir werden für diese Demokratie auch kämpfen. Es gibt für uns nur eine Konsequenz. Diesen Verrückten, die Demokratie durch Gewalt ersetzen wollen, dürfen wir erst recht nicht unser schönes Land überlassen. Wir werden aufklären und wir werden nicht weichen. Wir haben die Anzahl der Infostände deutlich erhöht und die Anzahl an Veranstaltungen ebenfalls. Es ist nicht einfach, aber es tut gut, denn wir stehen für unsere Überzeugungen und immer mehr Menschen sagen uns, endlich mal jemand, der denen die Stirn bietet. Und immer mehr Menschen schließen sich uns auch an. Die Medien versuchen, die Übergriffe auf uns zu verschweigen und sie diffamieren uns. Aber ich sage euch, das wird nach hinten losgehen, denn wir lassen uns nichts mehr gefallen und immer weniger Menschen in diesem Land lassen sich für dumm verkaufen. Die Medien sind nicht unser Freund, aber das ist nicht schlimm, denn wir sind nicht politisch aktiv, um uns anzubiedern, sondern um etwas in diesem Land zum Guten zu verändern. Solange wie sie uns diffamieren, solange werden wir Gegendarstellungen einfordern und jeden ihrer Fehler veröffentlichen, damit die Menschen merken, es gibt noch jemand, der noch die Vernunft in diesem Land verteidigt. Man diffamiert uns mit lauter Lügen, aber ich sage euch, am Ende wird sich die Wahrheit durchsetzen. Man wirft uns vor, wir wären fremdenfeindlich. Aber in Wirklichkeit sind wir die mit Abstand beliebteste Partei bei Migranten. Denn die Migranten sind diejenigen, die sagen, wir sind nach Deutschland gekommen, in ein freiheitliches Land. Und wie ihr Deutschen eure Werte wegwerft, ist für uns vollkommen unverständlich. Das ist vollkommen verrückt. Das wäre in den Ländern, aus denen wir kommen, unvorstellbar. Man wirft uns vor, wir wären verfassungsfeindlich, weil wir sagen, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Aber wir sind die stärksten Verteidiger von Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie und sagen aus genau diesem Grund, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Man stellt uns als Feinde der Demokratie hin, aber es gibt keine demokratischere Partei in diesem Land. Wir wollen mit Volksentscheiden dem Volk die Macht geben, auch zwischen den Wahlen mitzuentscheiden. Wir sind das Volk! 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 Kurzum, liebe Mitstreiter, der Weg, der hinter uns liegt, war schwierig. Der Weg, der vor uns liegt, wird noch schwieriger. Aber wir werden ihn gemeinsam erfolgreich gehen. Jeder von uns begreift, es ist eine historische Zeit, in der wir leben. Und wir alle werden stolz sagen,
Wir waren dabei und wir standen von Anfang an auf der richtigen Seite. Wir werden um unser Land kämpfen, denn wir sind in die AfD eingetreten, weil die Grundwerte unserer Gesellschaft immer mehr mit Füßen getreten werden. Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit werden immer mehr abgebaut. Die Altparteien machen dabei alle munter mit. Ihnen sind unsere Werte egal. Ihnen geht es nur um persönliche Macht und um Geld. Aber es gibt Hoffnung, denn wir sind diese Politiker und den Verfall unseres Landes leid. Und wir alle sind bereit, uns dagegen zu stellen und diese fatalen Entwicklungen zu stoppen. Uns alle eint ein Ziel. Wir wollen alle in einem freiheitlichen, demokratischen und rechtsstaatlichen Land leben. Und die Altparteien und Mächtigen, die diese Werte abbauen, werden wir friedlich, aber bestimmt ablösen. Dankeschön.